Hallo, ich begrüße euch zum neuen Video von Ebike TV und in diesem Video will ich das Fass aufmachen und zwar die beiden Motoren vergleichen. Den Bosch Performance Line CX, wie wir ihn bisher kannten, gegen den Bosch Performance Line CX in neu, in der Evolutionsstufe. Ich habe natürlich mal versucht herauszufinden, wie stark die sich unterscheiden. Und als allererstes, ach so, ich bin Matthias Faber, Sportwissenschaftler, begeisterter Moderator und natürlich auch EMTB-Fahrer. Und als allererstes haben natürlich immer alle gemeckert, dass der alte oder bis jetzige Bosch Performance Line CX-Motor laut ist. Er hat gejault, er hat geklappert. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was ist hier passiert? Und er jault immer noch, ganz bisschen, fällt aber nicht so auf. Nur wenn du hier den Schotterweg hochfährst, hörst du ihn so ein bisschen, aber sobald du im Trail bist, merkst du es gar nicht und reintrittst. Und wenn du zum Beispiel mit dem E-Bike oder mit dem MTB auf der Straße fährst, dann hast du so viel Geräusche um dich rum, dass du das überhaupt gar nicht mehr wahrnimmst. Dann ist es natürlich so, dass das Hauptaugenmerk bei der Neu- oder bei der Evolution natürlich war, dass der alte geklappert hat. Das hatte ich auch schon in einigen Videos halt auch so angedeutet, vielleicht nicht so stark wie ein Shimano, aber trotzdem immer noch ziemlich hart geklappert hat. Und ich blende euch mal die gleiche Wurzelfahrt ein. Jetzt ist der alte. Und jetzt der neue. Und beim neuen, man hört nichts. Also man hört eigentlich nur was vom Fahrrad und die Reifen. Da haben sie das. Wie haben sie es erreicht? Relativ easy. Sie haben eine Kette, die das Motor und das Getriebe verbunden hat, weggenommen. Und dadurch haben sie erreicht, dass sozusagen das Klappern weg ist. Und mir wurde auch noch gesagt, dass sozusagen sie die Lager im Motor ausgetauscht haben und dass dadurch halt dieses Klappern auch minimiert worden ist. Ich würde sagen, dass Santa Cruz Valla mit dem Bosch Performance Motor, CX-Motor ist, ich sag mal so, ein Silencio-Rad. Dann geht es natürlich rum, du suchst eine E-Bike-Versicherung, dann schau doch mal unter www.helden.de. Was haben sie noch gemacht? Und zwar, sie haben noch mal an der Sensorik, an der Abgabe der Energie gearbeitet. Der sozusagen bis dato Bosch Performance Line Motor war schon echt gut und hat die Leistung echt gut abgegeben und du bist da echt viele Sachen hart mit hochgekommen. Achso, vorneweg, ich fahre ja meine Tests immer im Turbo-Modus mit Dynamik und Ansprechverhalten ganz nach oben gedreht, um zu schauen, wie es geht. Das habe ich natürlich bei beiden so gemacht und bin hier die Trails gefahren und bin natürlich auch schon mal ein paar steile Sachen hochgefahren. Ist jetzt nicht ganz in meinem Testrevier gewesen, wo ich so bestimmte Sachen habe, die ich ganz gerne abtesten würde, aber das konnte ich halt leider nicht machen. Und was soll ich sagen, da merkt man schon einen Unterschied in dieser Sensorik, in dieser Dynamik. Wenn ich hier mit dem Fahrrad reingehe, ist dieser Moment zwischen das Vorderrad steigt, beziehungsweise er hat schon viel Kraft und schiebt und es wird für mich vielleicht etwas unkontrollierbar. Und der Moment, wo das nicht ist, ist ein bisschen kleiner als bei dem. Der lässt sich viel harmonischer fahren. Und Bosch hat auch noch gesagt, und das stimmt auch, sie haben sozusagen so einen Trail-Assistent eingebaut, wo du praktisch im Stein auch anfahren kannst, dass sozusagen du damit nicht überfordert bist und das selber gut kontrollieren kannst. Das ist echt gut. Sie geben hier auch an, dass der bis 600 Watt maximale Spitzenleistung hat. Bei dem haben sie ein bisschen zurückgehalten, wusste man nicht ganz genau wie viel, aber der hat wahrscheinlich genauso viel. Und natürlich ist es typisch Bosch, je mehr du reintrittst, umso mehr kommt natürlich raus. Ich hatte auch das Gefühl, dass der neue Motor sich ja noch ein bisschen besser übertreten ist als der alte. Aber das können Nuancen gewesen sein, kann natürlich auch am Fahrrad gelegen haben. Was hat Bosch noch neu gemacht? Das hatte ich ja schon mal in meinem anderen Video gesagt, dass verschiedene Batteriegrößen neu dazugekommen sind. Und natürlich auch die Kompatibilität mit dem Range Extender, wenn du das Smart-System hast, das natürlich auch nochmal nicht besser geworden ist, aber geht. Dann haben sie noch was anderes gemacht mit dem ABS-Pro-System, aber da habe ich überhaupt keine Zugang zu gehabt mit, wenn ich jetzt ein Fazit ziehe, muss ich sagen, der Motor war gut, der ist immer noch gut und wird immer noch gut bleiben. Also das bedeutet, dass wer ein Rad mit dem Motor hat, ist immer noch super aufgehoben. Dann ist der neue Motor ist wirklich eine Evolutionsstufe, keine Revolutionsstufe, wie man sich das erwartet hätte. Aber er hat natürlich die Fehler ausgebügelt und Bosch hat gehört. Vielleicht ein bisschen länger gedauert. Und manchmal haben sie auch gesagt, nee, das stimmt alles nicht, auch mit der Lautstärke und Klappern so nicht. Aber sie haben natürlich da nochmal reingelegt und den Motor auch insgesamt nochmal 100 Gramm leichter gemacht. Was natürlich den Bock nicht fett macht, weil wenn ich 100 Gramm abnehme, bin ich von vollschlank auf schlank gewechselt. Vielleicht. Ja, beim EMTB, naja, 100 Gramm
Ist halt auch noch nicht viel. Zusätzlich zur Evolution des Bosch Performance, ein CX-Motor, hat Bosch noch zwei Batteriegrößen rausgebracht, was natürlich die ganze Fahrradindustrie wieder wahnsinnig gemacht hat, weil diese Batterien natürlich irgendwie mit wieder eingebaut werden müssen. Obwohl es gibt einmal eine 600 Wattstunden Batterie, die in dem Rad hier auch verbaut worden ist, oder es gibt aber auch eine 800 Wattstunden Batterie, die natürlich ellenlang ist. Insgesamt sind die beiden Batterien leichter geworden im Verhältnis zu der standardmäßig 700 Wattstunden Batterie, die hier eingebaut worden ist. Baut diese Batterie, die wieder ein bisschen schmaler, die wieder ein bisschen breiter, dann sind natürlich die Unterrohre wieder anders groß. Und ich werde auch noch ein Video machen zu einem Fahrrad, wo der Hersteller explizit die alte Batterie reingebaut, die ja für einen Tick schwerer ist, aber dafür halt schlanker ist und man ein anderes Unterrohrdesign halt macht. Aber wartet noch, was da noch kommt. Auf jeden Fall ist es so, zur Reichweite kann ich natürlich überhaupt nichts sagen, weil ich nicht auf meinem heimischen Testgelände bin. In meine eigene Runde fahre, die ja alles bietet, ist es halt schwierig für mich. Ich bin hier so einen Trail immer runtergefahren, der hat ungefähr so 160 Höhenmeter gehabt, den ich glaube ich 4 oder 5 Mal gefahren, mit der 600 Wattstunden Batterie, und ich hatte noch 2 Balken über, was ja ungefähr so vielleicht 35% Batterieleistung war. Ich fahre natürlich immer im Vollgasmodus, Turbo-Modus, habe Dynamik und Ansprechverhalten ganz nach oben gedreht. Trotzdem ist es schwierig zu sagen, ob jetzt die Reichweite okay ist oder nicht. Ich werde sehen, wenn ich das Fahrrad vielleicht mal bei mir habe mit dem Motor, dann werde ich auf jeden Fall eine hundertprozentige Aussage darüber treffen können, wie das ist. Ach, das ist natürlich auch alles kompatibel mit dem Powermore, also mit dem Range Extender. Wenn man hier die 200, 600 Wattstunden Batterie mit dem Powermore Ready Range Extender oben drauf, hat man auch 850 Wattstunden. Müsste man darüber diskutieren, ob was gut ist. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich hätte ganz lieber eine austauschbare Batterie gehabt, dass ich mit einer zweiten Batterie dann, weiß ich, vielleicht dann 1200 Wattstunden hätte. Aber naja, es ist, wie es ist. Ich habe damit, für mich ist es kein Problem, weil ich kann die Fahrräder immer direkt an der Energiequelle hinstellen und laden. Ich weiß, andere haben da größere Probleme mit oder fahren auch viel andere Touren als ich. Das müsst ihr natürlich einfach auch mal in meinen Kommentaren kommentieren, beziehungsweise wie ihr das seht. Dann muss ich natürlich sagen, ist die Evolutionsstufe gelungen? Wir warten auf die Revolutionsstufe, die glaube ich 26 oder 27 kommen will. Da will Shimano auch was ausbringen. Und ich glaube, Fazua weiß ich auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall kommt dann noch, irgendwie was motorentechnisch angeht, noch eine Menge, wo auch die Newtonmeterzahlen noch nach oben gehen werden. Wir werden sehen, was ist. Rundum, das ist ein geiler Motor. Das ist die Evolutionsstufe, die auch geil ist. Also insgesamt hat sich Bosch besser aufgestellt. Und jeder, der einen Bosch-Motor hat, kann ich ja nicht anders sagen, hat einen guten Motor. Vielleicht nicht der beste, vielleicht gibt es doch bessere Motoren. Schreibt es doch unten in die Kommentare, welchen Motor ihr wirklich gerne fahren würdet. Wer für euch der beste EMTB-Motor ist oder E-Bike-Motor, den ihr habt. Ich habe da so meine Favoriten, wir können das ja mal ableiten. Ich verabschiede mich mit einem, wie immer, Freundin Hamburger. Tschüss. Sag, geht ab, das geht gut ab, und I'm so EMTB. Aber auch I'm so E-Bike. Bis dahin, danke und tschüss.